frisch und gepflegt in den Tag. Täglich schrubben und cremen wir dafür Gesicht und Körper. Wir denken, das sei gut für uns. Doch zu viel Hygiene bewirkt das Gegenteil. Seifen oder Peelings verletzen den Schutzfilm der Haut. So können sich unerwünschte Keime vermehren und lassen Körpergeruch entstehen. Hautärztin Jael Adler erklärt, was es mit dem Körpergeruch auf sich hat und wann Geruch auch auf Krankheiten hindeuten kann. Denn heute ist übrigens Tag der männlichen Körperpflege, kommt natürlich aus den USA und wurde im Jahre 2007 von Kosmetikherstellern eingeführt, damit wir Männer eben nicht nur das eine Duschgel im Regal stehen haben. Dann schalten wir jetzt, ich glaube, nach Berlin sind wir verbunden, ne, mit Jael Adler. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, gibt es wirklich einen, nicht nur für Männer, sondern auch insgesamt für Frauen, für uns alle einen zu viel Pflegen? Ja, absolut. Sie haben es schon gesagt, das ist eigentlich etwas, was uns die Industrie so vorschlägt, damit wir viele Produkte kaufen. Und wenn man unsere Haut aber fragen würde, die sich eigentlich noch so fühlt wie in der Steinzeit, dann würde die sagen, ach, weniger ist mehr bei der Hautpflege. Sprich, man muss eigentlich gar nicht waschen für die Haut und Seifen sowieso nicht und eincremen eigentlich auch nicht. Das kann sie alles selber. Wir müssen aber heute natürlich eine Balance finden zwischen Moderne und Steinzeit. Ich wollte gerade sagen, aber das heißt trotzdem. Ja, Entschuldigung, Sie sprechen den Pubertierenden aus dem Herzen. Morgens waschen, wer braucht das schon? Die Frage ist ja, was brauche ich denn wirklich dringend? Wo ist die Balance? Was ist nötig? Also ich schlage meinen Patienten, die ja oft mit Hauterkrankungen durch zu viel Pflege kommen, vor, einfach einmal am Tag tatsächlich zu duschen. Das ist total okay. Dann vielleicht nicht ganz so heiß und nicht ganz so lang. Das trocknet die Haut aus. Und wenn man ein Duschgel oder eine Seife verwenden will, dann sich entscheiden für das Saure. Das ist nämlich ein saures Duschgel oder ein saures Waschstück, seifenfrei. Und das vielleicht nur an den Krisenherden, also in den schwitzigen Achseln, Leisten, Po-Falte, vielleicht noch Füße. Also da, wo man viel seiner eigenen ätherischen Duftstoffe, seiner ätherischen Öle freisetzt. Und wichtig eben dabei zu beachten, alkalische Seife macht den pH-Wert schlecht. Dann vermehren sich durchaus Stinkbakterien und das über ganze 8 Stunden und eine saure Waschsubstanz kann das gut verhindern. Okay, gibt es denn Gerüche, die, ich sag mal, nicht normal sind, die vielleicht eher auch sogar auf eine Krankheit hindeuten? Ja, die Hautarzt- und Arztnase riecht in der Praxis immer mit. Und mir verrät zum Beispiel eine Haut, die zu Neurodermitis neigt, dass dadurch, dass die Hautbarriere eben trocken ist und nicht so robust, dass da Staphylokokken drauf sitzen. Die riechen so ein bisschen pudrig-süßlich. Oder jemand, der sehr viel Talg produziert. Das sind Menschen, die zum Beispiel unter Akne leiden, unter einem fettigen Ekzem. Die riechen oft so ein bisschen herb-bitter. Aber man kann auch Stoffwechselleiden erschnuppern oder auch Wunden, die nicht gesund abheilen, also wo die falschen Erreger sind, wo es praktisch abstirbt, das Gewebe. Also gibt es eine ganze Reihe wichtiger Indizien und das gehört quasi schon, ja, als es ist ein Diagnostikum, kann man sagen. Die Nase der Ärztin riecht immer mit, das nehme ich mir mit für meinen nächsten Hautarztbesuch oder Hautärztinnenbesuch. Danke Ihnen für die erste Runde.